Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Das Pferd isst das Gras auf dem Zaun, Holz, nee, Steinzaun, Dings, egal. Oder eine Mauer, es ist glaube ich eher eine Mauer, ne? Kann man glaube ich eher so bezeichnen. So, ich werde das Viech jetzt einfach mal ignorieren und das auch. So, das Pferd hat jetzt wieder weniger Panik. Das ist gut. So, wir reiten jetzt auf jeden Fall. Verbände, Verbände. Er möchte immer noch Verbände haben. Ach, wir müssen hier lang. Langweilig. Zu unserem Typen zurück. War das echt hier irgendwo? Und geben ihm, was er braucht. Auch unser Pferd mal ein bisschen Ausdauer. Das System mit dem Pferd und der Ausdauer haben die in Kingdom Come Deliverance ja auch so gemacht. Oh, wir reiten hier im Wasser ein bisschen. Ich glaube, das haben die von Witcher geklaut. Ich bin mir da ziemlich sicher. Langsam. Was ist jetzt passiert? War hier schon immer Feuer oder Licht? Ach, wir können da einfach gegenrennen. Das ist auch natürlich auch praktisch. Wollt das hier mitnehmen? Eine Lorngrube. Aus der Hand ein feines Süppchen kochen kann. Du verfeinerst deinen Humor immer weiter. Aber wir sind keine Kannibalen, Geralt. Ich habe ein Gewebefragment entnommen. Das reicht, um Resonanz zu erzeugen. Was hast du mit dem Rest gemacht? Gegessen. Ich habe ihn verbrannt, wie es unser Kodex verlangt. Ein Rabe sagte mir, dass du die erforderliche Zutat hast. Du spionierst mir nach? Hast du mir deine Spione hinterhergeschickt? Meine Beobachter. Wäre etwas schiefgegangen, hätte ich rasch eingreifen können. Ich bin zurechtgekommen, aber danke trotzdem. Brauchst du noch lange für die Resonanz? Du hast eine letzte Zutat erwähnt, die noch fehlt. Welche ist das? Diese Angelegenheit könnte schwierig werden. Wenn man die Erinnerungen eines Wesens beschwören will, braucht man das Blut eines anderen Vertreters seiner Art. Kein Problem. Ich kenne einen höheren Vampir, der sicher gerne aushilft. Stimmt's, Regis? So einfach ist das leider nicht. Als du unterwegs warst, habe ich alles versucht, um einen Ersatz zu finden. Aber ich fürchte, es gibt keinen. Ich begreife wohl nicht recht, woran es hakt. Können wir nicht einfach etwas Blut von dir nehmen? Das Blut muss angeregt sein. Sicher weißt du, dass höhere Vampire ihre körperliche Hülle verändern können. Und damit auch die chemische Zusammensetzung des Blutes. Ich mache es kurz. Ich muss mich selbst in einen Zustand starker psychokinetischer Erregung versetzen. In einen Zustand des tollwütigen Wahnsinns. Und das ist sehr gefährlich. Für mich wahrscheinlich, ne? Wieso gefährlich? Du bist doch dann auch du selbst, oder? Ja, aber ich werde in Raserei verfallen. Du weißt besser als ich, dass man die nicht kontrollieren kann. Wenn du je einen Vampir in Raserei gesehen hast, ist dir klar, was für eine Gefahr er für seine Umgebung darstellt. Und wie kommen wir damit klar? Ich will nicht von dir mit ausgefahrenen Krallen angesprungen werden. Da wären wir schon zwei. Aber sei unbesorgt. Ich habe die Sache gründlich durchdacht. Die Einzelheiten sage ich dir noch. Wir fesseln ihn einfach irgendwo richtig heftig, dass er da auch in seinem Zustand nicht rauskommt. Dann warten wir, bis das weg ist, der Zustand, und dann können wir weitermachen. Na schön. Was hast du vor? Wir besuchen Tesha Mutna, ein altes Vampiranwesen. Dort finden wir aufgehängte Käfige. Ich setze mich in einen rein. Du lockst Monster an. Die tötest du dann und lässt sie ordentlich ausbluten.
Wir sollten genug Blut haben, damit dessen Geruch mich in Raserei bringt. Okay. Teshan Mutner, was gibt es darüber zu wissen? Es ist ein Ort der Qual, eine Folterkammer. Vor langer Zeit, kurz nach unserer Ankunft in dieser Welt, entwickelte einer der unsrigen, ein gewisser Kahakma, so eine Lust auf Menschenblut, dass er in einer einzigen Nacht ein ganzes Dorf leer trinken konnte. Das brachte unsere gesamte Spezies in Schwierigkeiten. Die Menschen waren es schnell leid, sich dauernd fürchten zu müssen. Sie machten Jagd auf uns und suchten dabei die Hilfe von Magiern und Hexern. Na und? Sie konnten euch nicht ernsthaft etwas anhaben. Aber es war nervtötend. Verzeiht den Vergleich, aber die Moskitos, die dich umschwirren, könnt ihr ja auch nicht ernsthaft etwas anhaben. Jedenfalls beschlossen die Vampire, dass etwas geschehen musste, dass Kahakma gefangen und bestraft werden musste. In den Verliesen von Teshan Mutner wurde daher eine Folterkammer eingerichtet. Dort brachte man einen Käfig aus einer Speziallegierung aus Silber, Dalvinit und Meteoritenstahl an. Kahakma wurde gefangen und in den Käfig gesperrt. Darin saß er über 200 Jahre, immer wieder in Raserei und ohne Chance zu entkommen. So weiß ich, dass der Käfig auch der Raserei standhalten wird, in die wir meine bescheidene Person versetzen werden. Wahrscheinlich ist der Käfig irgendwie so morsch oder so. Oder so zerfressen, das Metall, dass das dann brechen wird. Keine Zeit zu verlieren. Teshan Mutner, bring mich dorthin. Moment noch. Eine letzte Sache. Was war das? Blut. Der letzte Gefallen, den der Rabe mir getan hat. Außerdem habe ich Sangurium eingenommen, das meinen Geruchssinn schärft. Jetzt rieche ich einen Blutstropfen, als wäre es eine Gallone. Bist du von Sinnen? Du bist ein trockener Süchtiger. Deine Anteilnahme rührt mich, Geralt. Aber bitte mäßige dich. Ich hatte keine Wahl. Die Würfel sind jetzt gefallen. Höchste Zeit, nach Teshan Mutner zu gehen. Mir dreht sich der Kopf und du riechst plötzlich so lecker. Und du machst mir langsam Angst. Oh, ich finde das cool. Das ist so toll gemacht. Ah, ich bin echt gespannt. Also die Story, die hat mich mal wieder voll erwischt. Mann, sieht das nett dort aus. Die buggen da unten ein bisschen, aber kein Problem. Wir sind da. Die Opferkammer der Folter und Pein ist unterirdisch. Willst du das wirklich? Und du weißt, was du tust. Ich hoffe es nur. Gehen wir bitte. Je länger wir säumen, desto weniger habe ich meine Fakultäten im Griff. Ich will dich wirklich nicht verletzen. Geh du voraus. Geh voran. Lecker. Platzer, wir müssen nahe ihrer Fressstelle sein. Stimmt. Ich sagte ja, es wird gefährlich. Hinter dieser Wand liegt ein altes Vampirverlies. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber sowas noch nicht. Wie ehrenvoll. So ein erfahrener Mann, und doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Jetzt auf damit. Was zum Teufel? Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampire.
Eine gesicherte Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land gehört. Dies war der erste Ort. Erstmal alles mitnehmen. Menschen, Haltung und Pflege? Kein Witz. Der Autor hat Menschen und ihr Verhalten studiert. Über die Jahre hat er sie gezüchtet. Moralisch fragwürdig, sicher. Aber wissenschaftlich sauber gearbeitet. Was haben wir denn hier Geiles bekommen, ey? Da muss ich jetzt mal kurz nachgucken hier. Ne, wir sind ja schon im Inventar. Benötigt noch ein Level-Up. Aber es ist besser und es sieht geiler aus. Und wir müssen es reparieren, aber das können wir dann noch machen. Das hier ist ein übler Ort. Der Tod liegt in der Luft. Ja, hier haben viele Wesen ihr Leben ausgehaucht. Die Glyphen sind in den Fels geschnitten. Sie waren mal mit Blut überzogen. Bedeuten sie was? Es sind Zeichen, Symbole für... Du würdest sie stemmen. Nach der Konjunktion in der Welt verteilt. Meine Ahnen platzierten sie hier, um uns an unsere Herkunft zu erinnern. Da habt ihr euch ja eine nette kleine Bibliothek eingerichtet. In der Tat. Auch wenn ich nicht mitgemacht habe. Zelle. Geil, das aussieht. Dieses Kapitel unserer Geschichte ist wahrlich kein Ruhmesblatt. Ich will die Dämonen der Vergangenheit lieber nicht beschwören. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garasham. Mein Stamm und Detlafs. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. Zu wem gehört dieses Zeichen? Amuru. Sie sind über das Meer. Zu wem gehört dieses Zeichen? Amuru. Sie sind über das Meer gezogen. Okay, das hier? Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tedet, die nach Osten über die blauen Berge gehen. Was wir hier alles finden, ey. Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tedet, die nach Osten über die blauen Berge geht. Das finde ich ja voll geil hier gerade, ne? Also, ich wäre in dieser Welt echt gern lieber ein Vampir als irgendwas anderes. Wir kriegen hier die gesamte Tesha Mutna-Rüstung anscheinend. Jetzt geht's los. Hübsch hier. Aber wozu all die Käfige? Du hast nur einen Vampir erwähnt. Tja, also, meine Vorfahren waren nicht gerade humanitäre Überflieger. Sie befanden es als geeignete Strafe für Kahagma, Blut riechen, aber nicht erlangen zu können. Also hielten sie hier Menschen, die sie langsam zur Ader ließen. Kahagma wütete und tobte, während sie verbluteten. Sie haben sie wie Objekte behandelt. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen oder die Sache leugnen, aber ich kann beides nicht. Ich kann mich nur für meinesgleichen schämen. Nimm es nicht so schwer. Du hättest nichts daran ändern können. Machen wir uns an die Arbeit. Wirklich unangenehm. Na schön. Ich habe den Köder vorbereitet. Sei so gut und leg ihn aus. Am besten an den Tunneleingängen. Da breitet sich der Geruch schnell aus. Okay. Leg die Köder beim Tunneleingang aus, dann wittern die Monster sich schneller. Wenn ich daran denke, wie die Tunnel hier entstanden sind, ekelhaft. Aber nur natürlich. Ein Ort, an dem es so nach Tod stinkt, zieht Nekrophagen an.
Was macht er da jetzt? Er macht Licht, ist das cool. Okay, ich werde noch mal meditieren. Bestimmt eine Top-Idee, die Köder hier auszulegen. Vor einer geschlossenen Mauer, ja. Das hätte ich auch so gemacht. Drei erledigt, eins übrig. Meinst du, es funktioniert? Das hoffe ich noch. Der Fleischgestank ist so heftig, der muss bis Novigrad reichen. So, ich möchte gern speichern, bevor ich kampfbereit bin. Köder ausgelegt. Und jetzt? Ich gehe in den Käfig. Du musst mich anketten. Die Legierung der Stäbe wird mich daran hindern, mich in Nebel zu verwandeln. Jetzt kommen die geheimen Spielchen hier. Ich dachte, das wirst du auch nicht wollen. Ich werde große Schmerzen haben und nichts wollen, als dass sie aufhören. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Beeilung! Die Biester haben die Fährte gefunden. Außerdem ist mir schwindelig. Liegt das am Blut? Wer nie vampirischen Blutdurst erlebt hat, weiß nicht, was Durst eigentlich ist. Das fällt da sowas von runter. Vielleicht brauchen wir eine Parole. Du weißt schon, du sagst sie, wenn du es nicht mehr aushältst. Und was, wenn ich es sage? Weiß nicht, ich beruhige dich irgendwie. Bitte, Geralt, das kannst du nicht. Du bist da jetzt durch. Bam. Regis hat das Blut gerochen. Scheiße, Alter. Ich habe so ein leichtes Lebensproblem. Nicht gerade besser, aber ich schaffe es. Ja, aber ich schaff das nicht. Warum musste ich gleich vier Köder auslegen? Noch mehr. Spring da doch nicht rein, Mann! Ich hab mich gleich voll vergiftet, Leute. Das wird hier nichts. Kann jetzt bitte mal seinen scheiß Rausch da bekommen und Geralt macht? Weil ich werde mich zwischendurch irgendwie mal leveln müssen oder so. Ich glaube, wir sind einfach sehr unterlevelt. Halt durch, ich lass dich raus. Oh, Glück gehabt. Durchhalten. Das Blut trocknet bald. Dann macht der Geruch dir nichts.
Gerard chillt da erstmal. Ich bring dich hier raus. Der Absurd. Gerard ist ja sehr fürsorglich. In dem Zustand kannst du ihn nicht fertigstellen. Sag mir einfach, was ich tun soll. Ich guck mal, dass ich den Part gleich beenden kann. Weil wir unsere 20 Minuten erreicht haben. Wird es besser? Nicht gerade prickelnd. Es wird eine Weile dauern, bis ich mich erholt habe, aber etwas besser, ja. Danke. Okay, so. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.